Grüß Gott, liebe Imkerinnen und Imker, kommen wir als nächstes zum Zeitlerhaus World of Bees. Ich bin der Klaus Becker, der Bienenfachwart vom Landesverband Bayerischer Imker. Das Bienenhaus von Tuchenbach wurde im Juni 1915 als Zeitlerhaus World of Bees bzw. Zeitlerhaus des Beamten Konrad auf dem Gelände der Firma Adidas auf der Herzog Base als Lehrbienenstand und eine Art Museum des Imkervereins Herzogenaurach und Umgebung e.V. aufgestellt und am 5. Juli 2015, dem Tag der deutschen Imkerei, eingeweiht. Die Ursprünge des Bienen- bzw. Zeitlerhauses sind bisher nicht bekannt. Kurt Scharf, der frühere Besitzer aus Tuchenbach, schreibt dazu: Ich habe das Haus wohl Ende der 70er Jahre vom Hausmeister des Helene-Lang-Gymnasiums erworben. Es war schon zerlegt, nähere Infos habe ich damals nicht erfragt. Wie alt? Keine Ahnung. Das grob geschätzte Baujahr könnte in der Zeit von 1890 bis 1910 liegen. Hier erfolgt ein Farbtest beim Aufbau auf der Herzog Base in Herzogenaurach. Für das hier abgebildete alte Zeitlerhaus von Tuchenbach, das Bild stammt aus dem Wald von Tuchenbach, ca. 6 x 2,35 m und 3 m hoch, suchte Kurt Scharf eine Nutzung und schenkte es dem Imkerverein Herzogenaurach und Umgebung e.V., worüber wir sehr glücklich sind. Auf 2 Stockwerken können Bienenvölker aufgestellt werden, also unten und oben. Und eine wunderbare, schöne alte Treppe wurde einst für die Arbeiten im oberen Stock hergestellt. Sie ist auch noch vorhanden und wird auch entsprechend genutzt. Fleißige Helfer wurden gefunden, die das Bienenhaus in Tuchenbach zerlegt haben und nach Herzogenaurach brachten. Nach dem Zerlegen und vor dem Abtransport der Teile stärkten sich die Helfer mit einer kräftigen Brotzeit. Das Helferteam Gerhard Häfner, Johann Stark, Adrian Kani, Michael Bolland, Klaus Becker, Gerhard Knaus und Kurt Scharf. Dieser flotte Porsche zog den Anhänger mit seiner schweren Last und eventueller Überbreite von Tuchenbach bis nach Herzogenaurach auf die Herzog Base, wo das Gebäude neu aufgebaut wurde. Hier wurden die Teile wieder zusammengefügt, farblich renoviert. Noch wird auf die neuen Profilbleche für das Dach gewartet, aber es gelingt. Die Einweihung mit einer Folie als Notdach erfolgte am 5.7.2015. Dabei wurde Adrian Kani zum Gesellen und sowohl Gerhard Wilch als auch Kilian Wächtler zum Bienenmeister ernannt, Bienenmeister des Beamten Konrad. Die Kinder vom Spielmobil Herzogenaurach besuchten am 26.08.2015 die Bienenvölker im Zeitlerhaus World of Bees und stellten dem Beamten Konrad von Uracher Herzogenaurach anno 1348 sehr viele Fragen. Es war erstaunlich, was die Kinder so alles an Ideen und Fragen haben und wie gut sie sich auskennen. Zusammenfassung: Beim Altstadtfest 2014 wurde dem Imkerverein das Bienenhaus aus Tuchenbach als Geschenk angeboten.
Nach fast endlosen Gesprächen mit der Stadt Herzogenaurach wurde leider kein Platz gefunden, den die Imker geeignet schienen. Eine Nachfrage bei Firma Adidas führte zu dem Platz für das Zeitlerhaus World of Bees auf der World of Sport, dem Gelände der Firma Adidas. Am 5.7.2015 erfolgte die Einweihung. Mit freundlichen Imker grüßend bedanke ich mich für Ihr Zuhören.